Das ist Apostelgeschichte 2021, was wir gerade ebenso als ganz kleinen Ausschnitt gehört haben. Vielen Dank, John, dass du diese Arbeit tust und dass du uns erzählt hast. Habt ihr es noch im Ohr? Gnade ist, nicht für Gott unterwegs zu sein, sondern mit Gott. Das macht John und das macht uns Mut, auch unseren Alltag, die ganz alltäglichen Dinge mit Jesus zu erleben, ihn vorangehen zu lassen und zu hören durch den Heiligen Geist, was er durch uns getan haben will. Habt ihr gemerkt, dass wir vorhin bei dem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«, das ist ja das Lutherlied schlechthin, Text und Melodie sind von ihm, dass wir da die vierte Strophe weggelassen haben. Das Wort, sie sollen lassen stehen lassen und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Und jetzt kommt der Satz, den ich nicht mitsingen kann. Nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Das traue ich mich nicht mitzusingen. Nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib. Das möchte ich nicht hergeben. Und trotzdem hat Luther recht. Vor 504 Jahren, Hans-Jörg hat es uns gesagt, dieser sogenannte Thesenanschlag, natürlich 350 Jahre später, der Maler hat es so dargestellt, wie er sich's gedacht hat. Es ist unter den Historikern umstritten, ob dieser Thesenanschlag überhaupt stattgefunden hat, ob er von Luther stattgefunden hat oder vom Pedell, dem Universitätshausmeister oder wie auch immer. Man weiß es nicht so ganz genau. Es gibt Quellen, Melanchthon zum Beispiel, der sagt, es hat stattgefunden, Melanchthon war aber nicht dabei. Nun ja, sei es wie es sei, es ist zweitrangig. Entscheidend ist das, was dadurch ausgelöst wurde, die Bewegung, die reformatorische Bewegung. Es war, so las ich, die mutige Aufforderung des Mönchs Martin Luther, doch mal zu schauen, ob in der Kirche noch alles so läuft, wie Jesus sich das wohl vorgestellt hat. Müssten wir das heute auch schauen? Ob bei uns, in unserer Gemeinde, ob in der Kirche noch alles so läuft, wie Jesus sich das wohl vorgestellt hat. 4 Jahre danach, nach 1517, tobte daraufhin ein vor allem innerkirchlicher Streit über die Frage, ob und wie man diese Kritik Luthers werten müsse. Und endete dann, das wissen wir, mit der Exkommunikation des Reformators. Der Papst hat ihn aus der Kirche ausgeschlagen, verbannt. Und deshalb musste dann der Kaiser reagieren und 1521, das ist jetzt genau 500 Jahre her, ihn nach Worms einladen zum Reichstag. Neben vielen anderen Themen wurde das eben auch besprochen, Luther vorgeladen, vor den versammelten europäischen Fürsten und dem Kaiser Karl V., ganz oben rechts im Bild. Er sollte seine Thesen widerrufen. Und Luther weigerte sich, mutig. Und so wurde dieser Reichstag eigentlich zur Geburtsstunde des Protestantismus, zu einer Sternstunde für Zivilcourage, für Haltung, für Festhalten am Wort Gottes und für, das war neu, erstmalig, die Berufung aufs eigene Gewissen. Das war dann im Schlusswort von Luther, sagte er das so und stellte damit die Bibel über die Tradition der Kirche und die dazugehörenden Machtstrukturen. Auch Konzile können irren. Das hat meines Wissens vor Luther niemand so gesagt. Und damit läutete er gleichzeitig historisch gesehen auch den Beginn der Neuzeit ein. Die vier Soli der reformatorischen Gedanken hat uns Hans-Jörg Holoch vorhin gesagt. Und wenn ihr aufgepasst habt, waren die im Lied von Andreas und Alice Rhein auch zu hören. Allein durch den Glauben, die Gnade, dein Wort, allein durch dich, Jesus, fand ich den Ort, an dem ich zu Hause bin, erlöst und geliebt.
Solus Christus, allein Jesus Christus befreit uns. Sola Gratia, allein durch seine Gnade sind wir gerettet. Sola Fide, allein durch den Glauben an ihn haben wir das Leben. Und Sola Scriptura, allein durch die Bibel finden wir einen Maßstab für das, was wir glauben und wie wir leben. Man kann es gut zusammenfassen in diesen drei, vier Buchstaben, CGGB, Christus, Gnade, Glaube, Bibel. Dekan Werner Neudorfer hat neulich in seinem Vortrag beim 55-Plus-Nachmittag über das Thema gesprochen, wie die Schwaben evangelisch wurden. Und am Schluss nannte er einige Folgen der Reformation von damals bei uns in Schwaben. Und eine davon, ich zitiere, die Wertschätzung des Wortes Gottes. Sola Scriptura. Aus dem Wort wollte diese Kirche leben. Aus dem Wort ist sie entstanden. Es ist für uns Jüngere eine ernste Verpflichtung, diese Tradition der Reformationszeit und des Pietismus am Leben zu erhalten, durch unser persönliches Leben, wie durch den Einfluss, den wir geltend machen können. Soweit Werner Neudorfer. Diese Wertschätzung des Wortes Gottes wünsche ich mir und uns und vor allem euch Schülerinnen und Schülern, die ihr in der Oberstufe seid, auch den Studenten, die vielleicht zuhören, die ihr im Rallye-Unterricht und später dann an der Universität Bibelkritik gelehrt bekommt. Leider von euren Lehrern, wie man die Bibel kritisieren und dem modernen Denken anpassen muss. Ich bitte euch, ihr Jugendlichen, bleibt bei der Bibel, habt Vertrauen auf die Bibel. Ich habe zwei Zitate speziell für euch jungen Leute ausgesucht und macht euch diese Einstellung zu eigen, die wir hier lesen. Paul Deidenbeck, ein Pfarrer. Die Bibel ist das uns von Gott geschenkte Kursbuch zum ewigen Leben. Ihre Verheißungen sind die Positionslichter auf der Straße zur ewigen Heimat. Sie ist die einzige Norm und Regel unseres Glaubens. Und Roger Libby, ein Theologe, sagt, es lohnt sich, der Bibel in allem zu vertrauen, weil sie sich immer als glaubwürdig erwiesen hat. Es wird dadurch klar, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht und man letztendlich ihm vertraut, wenn man seinem inspirierten Wort vertraut. Also sola scriptura. Wo und wie wird es nun in unserem heutigen Text deutlich? 1. Petrus 2. Ich lese zunächst Verse 1 bis 3. 1. Petrus 2. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Stichwort Milch. Im Silberburg Newsletter von letzten Donnerstag hat Friedemann Hopp diesen Gedanken aufgenommen, darüber geschrieben. Ich hatte als Opa in diesem Jahr dreimal die Möglichkeit zu sehen, wie die neugeborenen Kindlein begierig nach der Muttermilch sind. Da liegen sie, Kaleb von Nathalie und Johannes, Aaron von Christine und Hansjörg, Joel von Marita und Sebastian. Am 10. Oktober aufgenommen, hier hinten im Saal, nach der Segnung von Joel. Und da sind sie hellwach und voll satt, liegen sie da. Warum? Klar, weil sie unter dem Wort Gottes waren. Und, oder natürlich, weil sie gestillt wurden, auch während des Gottesdienstes. Sie bekamen Muttermilch. Man hört dabei sogar etwas, habe ich festgestellt. Ja, die Babys, die saugen und schmatzen, sie geben Laute von sich, es ist einfach Wohlfühlsituation. Alle drei waren, sind sie, sie werden noch gestillt, sind sie gierig,
begierig nach der Muttermilch und nach dem Stillen sind sie in der Regel ruhig und zufrieden. Sie sind gestillt. Ich sehe, dass da hinten der Mittlere live präsent ist, Aaron. Könnt ihr euch nachher anschauen. Er ist ruhig und zufrieden, er ist gestillt. Meine Lieblingsbibelstelle oder eine meiner Lieblingsbibelstellen ist mir dazu eingefallen, Psalm 131, Vers 2. Meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Erlebt ihr das? Erleben wir das, dass unsere Seele still gestillt wird bei Jesus Christus, bei Gott, beim himmlischen Vater, still und satt wird? Und jetzt die Frage, was ist für uns die vernünftige, lautere Milch? Vers 2. In Hoffnung für alle ist es so übersetzt, wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel erreichen. Und da haben wir es. Sola Scriptura. Begierig sein, Gier haben nach dem Wort Gottes. Hast du das? Habe ich das? Frage ich mich. Bei der Vorbereitung für diesen Gottesdienst ist mir aufgegangen, du liest ja im Augenblick gar nicht mehr fortlaufend die Bibel wie noch im Sommer. Da habe ich die alten, vom Alten Testament her die Propheten durchgelesen, Psalmen bis hin zu den kleinen Propheten. Und dann habe ich aufgehört, weil ich nicht wusste, wo ich weitermachen sollte. Und jetzt kam mir das wieder, jetzt fang vorne an, 2. Mose. Und jetzt lese ich das wieder einfach fortlaufend. Verlangen, Gier nach dem Wort Gottes. Allein mit dem Ehepartner, in der Gemeinde. Praktizieren und pflegen wir diese Gier? Oder pflegen, praktizieren wir andere Begierden? Gier nach Geld, nach Besitz, nach Alkohol, nach Anerkennung, nach Macht, nach Lust, nach Sex, nach Handy, Nachrichten, WhatsApp, Informationen oder was auch immer. Das ist alles an sich gut, aber es wird falsch, wenn es für uns zu einer Gier wird, wenn wir gierig danach sind, wenn es für uns zu Begierden wird. Liebe Gemeinde, machen wir es einfach den Babys nach. Gierig sein nach der Milch des Wortes Gottes. Gebt dem Wort Gottes viel Raum in eurem Leben. Allein, zu zweit, in eurer Familie und wo immer ihr mit anderen zusammen seid. Das fördert das Wachstum im Glauben. Ihr wisst doch, ihr habt doch geschmeckt, dass der Herr freundlich ist, steht in Vers 3. Heute Morgen habe ich zum ersten Mal ein Wort kennengelernt, das gelesen, das kannte ich bisher noch nicht. Bibelbiber. Seid Bibelbiber. Arbeitet euch so in die Schrift ein, wie ein Biber loslegt und an einem Baum nagt. So nagt an dem Wort Gottes, aber eben jetzt nicht zersetzend, sondern so lange im Wort Gottes nagen, beschäftigen, bis euch was einfällt, bis euch was klar wird, ein neuer Gedanke vielleicht. Luther gebraucht auch das Bild, das Wort Gottes reiben wie ein Kräutlein und das Kräutlein dann seinen Duft ausbreitet. So duftet das Wort Gottes wie ein gutes Kraut, Lavendel oder sonst irgendwas. Wir lesen da in Vers 1 von Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und übler Nachrede. Nee, das gibt es natürlich bei uns auf der Silberburg nicht, ist ja klar. Aber so etwas kann der Grund sein, warum ich keinen Hunger nach dem Wort Gottes habe. Legt das ab, so wie man Kleidungsstücke ablegt, sagt Petrus. Das Hemd der Heuchelei, die Bluse der Bosheit und des Betrugs und den Nadelstreifenanzug des Neids und der üblen Nachrede. Und Paulus nennt Dinge, die wir anziehen sollen.
in Kolosser 3. Zieht an als die Auserwählten Gottes herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und das entspricht ja genau dem, was ein paar Verse vor unserem Text steht, in 1. Petrus 1, Vers 22, wo er die Gemeinde erinnert und fragt, habt ihr euch denn gereinigt von Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und übler Nachrede im Gehorsam der Wahrheit? Ziel, ungeheuchelte Bruderliebe. Habt euch untereinander beständig lieb. Und das sind die negativen Dinge, sind Liebeskiller, wo die Liebe dann keinen Platz hat, wo Gemeinden sich spalten und Ehen zerbrechen und Familien einander feindlich sind. Da sind oft im Untergrund diese Dinge da, Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede. Und was wäre das für ein Lob, wenn junge und ältere Menschen neu in unsere Gemeinde kommen, hier auf die Silberburg, und spüren und sagen, die auf der Silberburg, die haben sich echt lieb. Und die sich deshalb hier wohlfühlen und geistliche Heimat finden, weil sie ungeheuchelte Liebe, echte Wertschätzung und freundliche Zuwendung erleben. Das war der erste Punkt zu diesen ersten drei Versen. Wir machen weiter, Vers 4 bis 8, Stichwort Steine. Zu ihm, zu Christus, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Jesus hat dieses Bild vom Eckstein aufgenommen, auf sich bezogen. Matthäus 21, Vers 42 und hat dann diese Stellen zitiert. Nun ist mit diesem lebendigen Stein zuerst natürlich Jesus Christus gemeint. Das griechische Wort für Eckstein kann auch Grundstein oder Schlussstein bedeuten. Der Grundstein an einem Gebäude hat besondere Bedeutung. Man sieht es ein bisschen schwach, das ist die Platte in der Aula der Freien Evangelischen Schule auf dem Grundstein. Und da haben wir damals das Wort gewählt von 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das war uns wichtig, Grund dieser Schule, Grundstein, Jesus Christus. Oder Schlussstein, ein Gewölbe der Marienkirchenkapelle, irgendwo an einer Stelle, besonders gestaltet dieser Schlussstein mit dem Reichsstadtadler. Und dann fand ich folgendes Bild im Internet, das gehört zum biblischen Rundwanderweg in Waldachtal. Ja, man sieht es ein bisschen schwach. Da steht Mauerbogen aus Steinen, folgender Text. Jesus ist der Grundstein, auf dem alles ruht, der Eckstein, der alles zusammenhält, der Schlussstein, durch den sich alles vollenden wird. Eine wunderbare Deutung dieser drei Worte Eckstein, Grundstein und Schlussstein. Gehen wir nochmal zurück zum Text. Da werden die drei alttestamentlichen Stellen zitiert, Jesaja 8, 14 und 28, 16 und Psalm 118. Und dann heißt es negativ von diesem Eckstein Jesus Christus, er ist von den Menschen, von den Bauleuten verworfen. Zweimal steht es da, Vers 4 und 7. Er ist ein Stein des Anstoßes, auch zweimal, ein Fels des Ärgernisses. Also ein Stein, über den man stolpert, ein Felsblock, über den man stürzt.
Und dann heißt es, weil sie nicht an das Wort glauben. Vers 8 am Schluss. Sola Scriptura gilt für diese Menschen eben nicht. Und so geht es Menschen bis heute. Sie können mit Jesus und mit seinem Wort nichts anfangen. Sie nehmen Anstoß. Gott ja, aber Jesus, Bibel, alt, veraltet, mythologische Geschichten. Aber da steht auch positiv in diesen paar Zeilen drin. Dieser Stein ist bei Gott auserwählt. Ein kostbarer Stein. Dreimal steht es da. Ja, für die, die Jesus ablehnen, wird er zum Stolperstein. Und für die, die ihm vertrauen und gehorchen, wird er zum kostbaren Edelstein. Was ist Jesus für dich? Stolperstein oder Edelstein? Aber da steht noch mehr da von den Steinen. Wir sind auch lebendige Steine. Er baut euch zum geistlichen Haus als lebendige Steine. Also als Gemeinde von Jesus sind wir nicht irgendein Haufen von Steinen, die da halt rumliegen, sondern eingefügte Steine in das geistliche Haus der Gemeinde. Die Gemeinde ist keine Versammlung einzelner Individuen, sondern ein Tempel, erbaut aus lebendigen Steinen. Axel Kühner erzählt die folgende Geschichte. Ein Mann war mit seiner Gemeinde unzufrieden. Er sah die Mängel und Fehler, spürte den Sand im Getriebe und zog sich daraufhin immer mehr zurück. Er klagte und grollte. Da schenkte ihm Gott folgenden Traum. Ein Engel trug ihn hinauf in Gottes ewige Welt. Dort sah er das Haus Gottes als einen wunderbaren Tempel. Er staunte über das herrliche Bauwerk. Doch da entdeckte er in einer Mauer eine Lücke. Offenbar fehlte dort ein Stein. So klaffte in dem schönen Bauwerk ein hässliches Loch. Was bedeutet diese Lücke im Haus Gottes? Fragte er den Engel. Und jetzt könnt ihr euch denken, wie es weitergeht. Diese Lücke hast du gemacht, als du dich aus der Gemeinde zurückzogst, sagte der Engel. Gott wollte dich an dieser Stelle gebrauchen, aber du sahst nur die Fehler der anderen. Vor lauter Klagen und Grollen über die anderen bist du gar nicht dazugekommen, deinen Platz auszufüllen. Und nun gibt es im Tempel Gottes diese hässliche Lücke. Da erwachte der Mann, verstand den Hinweis und mit neuer Freude arbeitete er nun in der Gemeinde mit. Er wollte ein lebendiger Stein im Hause Gottes sein. Das Ganze mittragen und selber getragen werden. Er wollte die Lücke im Hause Gottes ausfüllen. Soweit diese Geschichte von Axel Kühner. Wenn du dich zurückziehst, wenn du die Gemeinde verlässt, dann ist da ein Loch, eine Lücke. Jeder Stein wird gebraucht, keiner ist überflüssig. Gemeinde entsteht, wenn sich die verschiedenen lebendigen Steine zusammenfügen zu einem Bauwerk, zu einem geistlichen Haus und jeder Stein trägt und wird getragen. Es ist doch schön, dass wir wieder zusammenkommen können. Donnerstagabends in der Bibelzeit, Freitagabends zum Gebetskreis und sonntags eben zum Gottesdienst. Aber ich sehe, freue mich an denen, die da sind, ihr, aber ich sehe eben auch leere Stühle und frage mich, was ist da los? Warum bleiben die leer? Ziehen sich da Menschen zurück aus der Gemeinde und füllen nicht den Platz aus, den sie haben könnten, im wahrsten Sinn des Wortes? Seit Corona, wegen Corona? Ja, es fehlen lebendige Steine in unserer Gemeinde. Und besteht dann irgendwann Einsturzgefahr? Werden wir zu einer Gemeinderuine, weil uns viele Steine fehlen? Ich mache Mut, präsent zu sein, anwesend zu sein, zu kommen. Das war das zweite Stichwort, Steine. Und jetzt das dritte und letzte Stichwort, Opfer. 1. Petrus 2, Vers 5 geht es weiter. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Klar,
Im geistlichen Tempel der Gemeinde ist Jesus der hohe Priester. Das macht uns der Hebräerbrief sehr deutlich. Wir sind seine heilige Priesterschaft, so Petrus. Und was tun Priester? Was tun wir als Priester? Petrus sagt, wir bringen Gott geistliche Opfer dar. Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und was sind das für Opfer, die Gott wohlgefällig sind? Kann ich zum Schluss nur in Andeutungen sagen und bitte euch da selber dran weiterzudenken. Da ist zum einen unser Leib ein Gott wohlgefälliges Opfer. Das steht in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und in Römer 6, Vers 19 setzt Paulus gegenüber die Glieder unseres Leibes, die wir in den Dienst der Unreinheit und der Ungerechtigkeit stellen oder die wir hingeben an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Wie sieht das konkret und praktisch aus? Prüf das einmal, wie das ist mit dem Körper, mit dem Leib. Unser Leib, Schöpfungsgabe Gottes. Und was immer wir mit ihm tun, sollen wir, tun wir zur Ehre Gottes. Aber meistens stellen wir unsere Glieder eher in den Dienst unserer eigenen Interessen und Ziele. Jesus braucht Leute, die ihm Mund und Augen und Ohr und Hand und Fuß weihen und auf diese Weise ihre Glieder gleichsam als Opfer auf den Altar legen. Und ein zweites Gott wohlgefälliges Opfer, das ist das Lob, Loben. Hebräer 13, Vers 15, Hoffnung für alle. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen Jesu zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Loben, danken, das können wir schon noch ein bisschen besser lernen und einüben. Ich freue mich über die junge Generation, der das ganz wichtig ist, Gott zu loben und Lobpreisabende macht und hält. Mir persönlich fehlen oft die Worte, Gott zu loben, weil ich es als Kind nicht gelernt habe. Natürlich, jedes Gebet hat aufgehört, wir loben und danken dir. Aber wie man Gott richtig konkret lobt, mit welchen Worten, habe ich zu wenig gelernt. Und deshalb bin ich froh, dass es die alten Loblieder gibt und neue Loblieder gibt und dass es die Psalmen gibt. Ich habe mir die ganzen Lobstellen rausgeschrieben für meine stille Zeit, dass ich mit diesen Worten von Psalmen und alten Liedern und neuen Liedern Gott loben kann. Und das dritte, auch ein L-Wort, Taten der Liebe. Wir geben, wir teilen Geld, Zeit, Kraft. Da sagt Paulus in Philipper 4,18 sehr, sehr dankbar. Er hat von den Philippern eine größere Geldgabe bekommen und sagt, eure Gabe ist wie ein wohlriechendes Opfer, das Gott gefällt. Also das, was wir geben und teilen, nicht nur Geld, aber das auch, ist ein wohlriechendes Opfer. Wir haben gesagt, dass wir nachher, wenn wir opfern, heute das Opfer zur Hälfte für die Arbeit von John Pearson geben. Da kann man es gleich umsetzen. Ich will es zusammenfassen. Sola Scriptura, beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Nehmt es zu euch wie Milch als tägliche Nahrung. Und dann lasst euch einbauen als lebendige Steine in unsere Gemeinde. Und opfert Gott euren Leib. Lobt ihn mit Herzen, Mund und Händen und gebt weiter, was ihr habt. Ich will beten. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Jeden Morgen staune ich neu, was dein Wort enthält. Ich erkenne, dein Wort hält stets, was es verspricht. Ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort Bestand. Freude, Kraft, Mut, Zuversicht, all das schenkt dein Wort. Vater, ich will dich preisen,
denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Amen.